Hi, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist jetzt 7.36 Uhr. Ich fange heute um 8.45 Uhr an. Und ja, da es noch ein bisschen kalt ist, habe ich jetzt auch meinen Mantel an. Ich habe sonst immer Spätschichten, also heute ist sozusagen ein Tag, den ich eigentlich gar nicht gescheduled habe. Deswegen ist das so ein bisschen ungewohnt für mich. Es ist sehr ungewohnt für mich, so früh das Apartment zu verlassen, weil das jetzt mal zu früh aufstehen musste, war ich im Training. Huch. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Pool. Ich habe von 17.15 Uhr Feierabend gehabt, wir haben jetzt 19.30 Uhr. Es ist schon, ich würde jetzt sagen, es ist jetzt nicht dieses typische Poolwetter, aber wir haben noch einen Jacuzzi. More boys. Ja, da sehe ich mich halt jetzt, ne? Was soll ich sagen? So, also wir haben jetzt den nächsten Tag übrigens. Obviously ist das Zelt draußen. Ich war gestern noch im Pool, bin danach aber direkt halt schlafen gegangen. Ich war jetzt gerade bei Pyology's Pizza und habe dort was gefuttert. Dann war ich kurz bei Five Below und musste mir so einen sauberen Stift holen, weil ich habe so Flecken immer auf meinen Klamotten, weil ich bin zu dumm zum Essen. Und ja, ich habe meine Uniform unten drunter dran. Meine Hosenträger habe ich hinten im Rucksack. Ja, jetzt ein bisschen wie jetzt so mit dem kompletten Schulkostüm rumzulaufen. Und ja, jetzt war die auf dem Bus und dann geht's los zur Arbeit. So, wir haben jetzt den nächsten Tag. Ich habe gestern Abend nicht mehr gevloggt, weil es mir richtig schlecht ging. Ich war auch so kurz davor, in die Notaufnahme zu fahren, obwohl ich mir vorgenommen habe, hier nicht zum Arzt zu gehen. Also, ich habe eine sehr schlimme Nacht hinter mir. Mir geht es jetzt allerdings schon ein bisschen besser. Ich habe auch schon mit meinen Leadern telefoniert und wir haben einen Plan erarbeitet, dass ich halt heute trotzdem arbeiten kann. Und ja, ich freue mich einfach, weil ich liebe die Arbeit und ich hoffe auch, dass mich das ein bisschen ablenkt. So, wir haben jetzt theoretisch schon Donnerstag. Also es ist 0 Uhr, 15 Uhr oder so. Ich werde jetzt gerade noch mit einem Freund essen. Mit euch viel Spaß, wenn man bei Mac ist. Jetzt mache ich mich auf den Weg ins Apartment, weil ich habe nämlich eine Shift getradet und muss morgen jetzt noch ein bisschen länger arbeiten und auch früher arbeiten. Das ist geplant. Und ja, und morgen ziehe ich wieder mein gewohntes Kostüm an, denn ich habe das Kostüm nicht mal 5 Minuten angehabt. Schon habe ich Flecken drauf. Links. So, guten Morgen. Wir haben jetzt ca. 9.30 Uhr. Ich fange um 10.30 Uhr an. Ich bin immer ein bisschen früher auf der Arbeit, weil man weiß ja nie wegen dem Bus, ob der mal ausfällt oder sowas. Ja, auf jeden Fall. Es ist jetzt ein bisschen sonnig, aber irgendwie auch nicht so sonnig, dass ich jetzt ohne Mantel rumrennen würde, weil der hält jetzt schon warm. Ja, an sich, das Wetter sieht heute nicht so schlecht aus. Also wahrscheinlich brauche ich meinen Mantel auf der Rückfahrt nicht. Aber bei jeder Morgenschiff brauche ich meinen Mantel, weil das irgendwie so mein cozy place ist. Naja, also ich habe heute Morgen erzählt, dass ich die Schiff getradet habe und das richtig spät, als ich nach Hause gekommen bin. Bisschen bereue ich schon, aber es ist einfach zu lustig und das war halt schon viel früher geplant. Aber ja, naja, jetzt geht's halt schon von 15 Uhr halt um, lass mich lügen, 10.30 Uhr. Das sind halt so eine 4,5 Stunden, so, das geht ja. Geht's halt earlier zur Arbeit, aber ist nicht schlimm. So. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nach der Arbeit wieder. Tschüss! So, ich bin jetzt von der Arbeit nach Hause gekommen. Ich habe jetzt sogar verlängert, also eigentlich um 20.30 Uhr Schluss gehabt. Ich habe aber verlängert auf 21.30 Uhr und jetzt haben wir 22.30 Uhr circa. Ja, 22.20 Uhr. Und ich mache jetzt auf dem Weg im Apartment. Ich habe... Okay, hier geht irgendwo eine Poolparty ab, by the way. Ich habe morgen jetzt Opening Production. Bedeutet, ich werde morgen um 7.30 Uhr anfangen zu arbeiten. Mal gucken, wie das wird. Das ist auch mein erstes Production-Shift alleine. Lieben wir, werden wir gucken. Und danach, wenn ich morgen geschafft habe, habe ich 2 Tage frei. Lieben wir.
Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund erkennen kann, aber die Sonne geht bald auf, so langsam. Wir haben jetzt 6.23 Uhr und ich mache mich jetzt schon auf den Weg zur Arbeit, auch wenn ich jetzt in einer Stunde arbeite, weil ich bin immer sehr überpünktlich. Ich weiß nicht, ob sich das im Laufe des Jahres ändern wird. Falls es passiert, lieben wir. Falls nicht, auch okay, weil ich bin halt immer da, ne? So, gucken wir mal, wann der gute Epcot-Bus jetzt kommt. Und ja, also Leute, keine Sorge, ihr werdet mich jetzt hier nicht nur sehen, wie ich zur Arbeit gehe, weil ich habe am Wochenende Dinge vor. Und ja, die werden wir dann schön zusammen bestreiten. Und ich freue mich gerade richtig, weil ich habe ja erzählt, dass ich mir den Knöchel verknüpft habe. Und dadurch habe ich halt nur eine Position gemacht gehabt in letzter Zeit. Deswegen. Für mich komplett Neuland, mal wieder was anderes. Ich freue mich richtig, egal ob es so schön ist oder nicht, heute Popcorn zu essen. Vor allem, ich weiß nicht, ob ihr schon mal dieses Karamell-Popcorn gegessen habt. Das ist super geil. Und das zu machen, ist schon richtig nice. Wir sehen uns wahrscheinlich nach der Arbeit wieder. Tschüss. Hallöchen. So, ich möchte jetzt nicht lügen, aber wir haben es fast 19 Uhr. Ich habe heute doch ein bisschen länger gearbeitet. Also, ja, ich habe bis 17.30 Uhr heute gearbeitet. Ich fand es ein bisschen blöd, dass der Bus heute so ein bisschen später war, weil irgendwie war richtig Stau. Ich habe einfach fast 1,5 Stunden nach Hause gebracht. Sogar mehr, glaube ich. Und ja, ich bin richtig müde. Ich kann jetzt aber wirklich einfach dick nappen. Und für den Fall der Fälle, warum ihr euch so denkt, wieso meine Augen so glasig sind, gucke ich das Wetter. Nee. Aber im Allgemeinen, ich bin super, super müde. Ich bin um 5.30 Uhr aufgestanden. Ich habe bis 5.30 Uhr gearbeitet. Und ja, ich würde mich halt jetzt wirklich ganz einfach nur noch ins Bett legen und schlafen. Und morgen bin ich schon verabredet. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zum guten Morgen. Hi. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu meinem Kumpel. Ich glaube, wir gehen jetzt erstmal was zu essen holen und treffen uns dann noch mit jemandem. Aber ich meine, guck mal, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal, glaube ich, was essen. Ich war gerade eben, ich muss leider zugeben, ich war gerade eben schon Kaffee trinken mit Alessio. War cool, war schön, vor allem, weil wir uns so lange nicht gesehen haben und vermisst. Genau, und jetzt treffe ich mich halt mit meinem Buddy Austin. Und wir gehen jetzt essen. Und danach einkaufen, wir gehen Grocery shoppen und dann noch was fürs Apartment, weil bei mir ziehen meine Mitbewohner aus und bei ihm halt auch. Und wir wollen halt unser Apartment schön machen, auch wenn wir halt nicht zusammen wohnen, ne? Aber wir machen es einfach zusammen, weil wieso nicht? Also bis später. Guten Morgen. Ich mache mich jetzt gerade auf dem Weg nach Epcot. Ich habe gestern leider gar nicht für mich gebloggt. Das Einzige, was ich gebloggt habe, ist die Szene, die ihr gerade gesehen habt. Ich bin gestern Abend doch einfach nur noch in meinem Bett gestolpert. Ja, auf jeden Fall fahren wir jetzt nach Epcot. Wir bringen den Tag, den halben Tag mit Alessio und danach gucken wir mal, wo es uns hin treibt. So, wir sind in Epcot angekommen und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Guardians, weil so muss ein Parktag hier starten. So, wir sind jetzt in Guardians. Die Schlange war, ja, die Schlange ist lang, aber nicht so lang wie die andere. So, wir haben jetzt gerade Guardians hinter uns und wir haben gerade das allererste Mal ein Twinkie gegessen, war voll geil. Ich hatte bis jetzt 3 Songs, jetzt hatte ich meinen 4. Song und es war mein 4. Ride. Ich bin irgendwie richtig lucky. Gucken wir mal, ob das Glück so bleibt. Und jetzt begeben wir uns zum World Showcase und laufen einmal around the World Showcase und sammeln KitKat-Karten. Lieben wir. Gibt's da auch alles, ne? So, wir sind jetzt gerade aus Mexiko gekommen. Das wird jetzt Stop Nummer 1. Ja, ich habe einen Taco. Wir lieben Tacos. Ich hatte noch den Taco hier. Ich auch nicht. Aber Tacos sind geil, das weiß ich. Ja. So, und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Norway und zu Frozen. Wir sind jetzt mittlerweile schon in China, wir sind gerade aus Norwegen raus und jetzt haben wir uns hier auch noch die KitKat-Karten. Das waren alle erstmal hier in den Schuhen, das sind so absolut süß. Wir haben es gerade aus China geschafft,
Jetzt haben wir auch so ein cooles Case. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Deutschen Pavillon, wo wir jetzt auch nochmal einen Freund von uns besuchen werden. Und vielleicht essen wir was. Wissen wir noch nicht, aber es wird lustig. Dann aus Deutschland heraus und machen wir uns auf den Weg zum Italian Pavillon. Ja, sind wir hier noch auf der Jagd nach Cape Cod, Alessio, oder was machen wir hier? Wir schauen mal, wie die Kollegen hier arbeiten. Okay. So, wir sind jetzt hier im Italian Pavillon. Hier gibt es einfach so eine Brücke, die ist in Venedig. Anscheinend laut Alessio, ich war noch nie da. Ist schon süß. Wie findest du Italien bis jetzt so? Love it. Was ist dein Favorite Pavillon zu fahren heute? Ich verstehe die Frage nicht. Nicht Deutschland. Also ich finde Deutschland auch gut. Ich finde das schön, dass das diese italienischen Vibes so eingefangen. Ja. Weil Deutschland ist mir zu sehr Bayern. Gut, das ist auch nur Venedig, aber ich liebe das halt. Ja, alleine hier mit der Brücke und so, ist schön süß. Lieben wir. Japan angekommen. Ich muss sagen, das ist halt abnormal groß, dieses Pavillon. Und wir sind auch nicht mal am Shop angekommen. Okay, jetzt. Und jetzt suchen wir uns Kipprad. Oh, Kipprad ist direkt hier vorne. Nice. Oh mein Gott, ich muss hier aber trotzdem mal gucken. Das sieht so cool aus. So, wir laufen jetzt aus Japan raus. Und ich muss sagen, das war wahrscheinlich der größte Pavillon, den Epcot hat. Das war absolut groß. Da ging bei Amerika irgendwie nur so ein kleiner Pupsfleck. Was ich krass finde. Jetzt geht's auf den sofortigen Weg. Jetzt geht's sofort Richtung Marokko und danach zu France. Und in France fahren wir Remis. Wir sind jetzt gerade in Frankreich und haben unsere KitKat-Karte gesammelt. Jetzt machen wir uns auf den Weg zu Remis. Ich freue mich, weil es mein allererstes Mal zu Remis ist. Weil jedes Mal, wo ich das riden wollte, war es halt down oder ich hatte einfach keine Lust mehr, ich hab so laufen so. Deswegen freue mich jetzt. Bis dann. So, wir haben jetzt alle KitKat-Spots abgecheckt. Ich habe jetzt wieder zwei nicht gefilmt, weil ich hab's vergessen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zu Turtle. Irgendwie Talking with Crush oder so heißt das. Ja, und dann machen wir Nemo und Friends, dann gucken wir, was wir uns schaffen. Ich habe mich jetzt gerade von Alessio verabschiedet, der muss jetzt arbeiten. Wir haben gerade Talking with Victor and Cross gemacht. Wir haben Nemo und Friends gemacht. Ich finde Nemo und Friends ist bestimmt für Kinder voll nice, aber ich fand es jetzt nicht so nice. Also es ist jetzt wahrscheinlich von allen Rides auf jeden Fall der letzte Platz. Jetzt mache ich Soren und dann gucke ich mal, ob ich den Test Track gehe oder ob ich den Skyliner nutze. Und Richtung Hollywood fahre und dann nach Hause fahre, weil ich bin richtig müde. Ich habe heute Nacht irgendwie nur vier Stunden geschlafen und ja, ein bisschen rumschwimmen ja auch noch gestern. So. Also ich habe jetzt Soren hinter mir, das bedeutet, dass ich mich jetzt auf dem Weg nach Hause mache, weil ja, ich muss noch ein bisschen Haushalt machen. Und Wäsche waschen natürlich ganz wichtig. Und ja, jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, Epcot ist einfach mein absoluter Lieblingspark. Man trifft hier so viele Menschen an einem Tag, dass es, also ne, wir haben für mich einen ganzen World Showcase im Laufen. Wir haben heute KitKat gemacht und haben so gesehen, so viele verschiedene Menschen getroffen und ich liebe es einfach. Es sind immer die Kleinigkeiten, die mir hier gefallen. Ich finde zum Beispiel auch, ich finde auch die Rides hier super nice. Deswegen, ich bin ein Mensch, der an freien Tagen lieber nach Epcot fährt oder hier anfängt. Erstens, weil wir Cosmic Rewind haben. Ich habe jetzt allerdings schon Tron einmal ausprobiert. Ich finde Tron ist auch ein geiler Ride. Ich bin am überlegen, ob ich morgen vor der Arbeit ins Magic Kingdom fahre und Tron Virtual Queue Rider und auch wieder nach Hause fahre und dann zur Arbeit zu kommen. Weil, ja, wieso nicht, ne? Vielleicht sogar von da, wer weiß.